Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag reagiere ich natürlich auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop. Ihr kennt das ja sicherlich schon. Falls ihr es nicht kennt, lasst gerne ein Abo da. Ich mache das jeden Tag seit über 1000, nee, ich glaube bald sind es 1000 Tage. Ich glaube, wir gehen straight auf die 1000 Tage zu. Es sind nur noch ein paar Wochen. Dann habe ich das 1000 Folgen lang gemacht. Das wird ein richtiges Special geben. Auf jeden Fall, ja, schauen wir uns natürlich auch heute den Shop an. Also klicken wir direkt mal oben drauf. Es soll ein paar neue und ein paar Special-Sachen geben. Und, okay, die ganzen Leute sind erstmal alle Detektive da. Okay, das schauen wir uns gleich an, weil einige, glaube ich, von denen waren ziemlich selten. Aber es gibt sehr viel. Und zwar als erstes hat dieser Skin einen neuen kostenlosen Style bekommen. Und zwar diesen hier, komplett in lila. Ja, schaut sogar, ich finde sogar geiler, oder? So, das ist der normale und das ist der neue. Schaut definitiv besser aus. Also mir gefällt der. Vielleicht werde ich mir den sogar deswegen holen. Den Backpack, gibt es den auch in einem neuen Stil? Mal gucken. Man kann so wenig ranzoomen dabei. Oh, ja. Lol, schaut auch cool aus. Also einfach ein neuer Gratis-Style hier für den Skin dazu, wenn man sich den kauft oder falls ihr den auch schon habt. Dann gibt es eine neue Hacke und zwar die Nordpol-Hacke. Okay, was steht da drauf? Nordpol, Nordpol. Oder ist das hier durchgestrichen? Ja. Nein, da geht's lang versprochen. Ja, ist das vielleicht so, ist es vielleicht, dass man die Leute fehlleiten wollte? Ich dachte gerade, weil man am Nordpol ist, dann ist in alle Richtungen eigentlich Südpol, oder? Ja. Und das ist wahrscheinlich die Hacke Richtung Nordpol. Und wahrscheinlich hat dann jemand das normale Nordpol durchgestrichen und jetzt geht's da lang. Vielleicht kennt irgendjemand den Insider. Ist das überhaupt ein Insider? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mal der Sound. Ja, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Außerdem noch ein Gleiter. Der Wipfelreiter. Finde ich ganz cute. Ich finde das Design, die Farben sind richtig geil. Also die Farben gefällt mir richtig gut, auch von diesem neuen Style. Und dann ein synchronisierter Emote ist auch neu, glaube ich. Oh, das ist geil. Oh, das ist richtig geil. Okay, das heißt, man kann diesen Emote verwenden, um dann zusammen da so anzufassen und dann so einen Silvester-Partykracher zu starten. Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Ich hoffe, dass mehr von diesen Emotes kommen. Ich finde so Synchron-Emotes einfach mega geil. Wenn ihr da so krasse Sachen draus machen, mal schauen. Vielleicht kommen da ja jetzt in nächster Zeit mehr. Razer, ja, finde ich okay. Habe ich mir jetzt nicht gekauft. Oh nein, spielt dieses Battle Breakers Musik. Ich zeige die euch, Leute. Ich zeige sie euch. Obwohl, ich zeige es euch gleich. Ne? Ich zeige es euch hier am Ende. Erstmal hier der Skin. Die Lackierung finde ich irgendwie schwach. Ist nicht so geil. Der Finsterbomber. Dann die Donnerrosshacke. Und natürlich auch der Gleiter. Ja, dann weiter geht's mit Fate. Ja, hier ist auch noch ein Fate-Backpack. Dann zeige ich euch die Musik auch noch hier. Abtrünnige. Der Disco-Fieber-Emote. Den finde ich geil. Den würde ich empfehlen. Den mag ich. Ja. Den finde ich nice. Dann, es ist kompliziert. Ein bisschen zu hektisch für mich, der Emote. Ja, dann die Punktetafel, die random einfach eine Zahl anzeigt. Ist ganz lustig. Ja, würde ich mir holen. Dann die ganzen Detektive, die waren wirklich richtig lange nicht mehr drin. Das sind nicht alle, aber ein paar davon. Ich glaube, der war zuletzt hier drin. Ne, der war zuletzt drin, genau. Und die Detektiven, die hat ein Backpack. Die Backpacks sind alle relativ ähnlich. Ich finde die Skins ziemlich nice. Ich habe mir sie alle damals gekauft. Die Lupe hat sogar einen Vergrößerungseffekt. Also wenn man da durchschaut, dann sind die Sachen im Hintergrund wirklich größer. Das ist ganz nice. Ein cooles Easter Egg quasi. Ja, gefällt mir. Und auch der Gleiter mit dem Sound. Ah ne, das ist der Zug, der den Sound hat. Ne, genau, der Zug hat den Sound. Der ist trotzdem ganz nice. Gefällt mir. Kann ich auch empfehlen. So, da geht es immer noch weiter mit den ganzen Weihnachtssachen. Okay, die haben wir ja die letzten Tage alle schon drin gehabt. Ihr seht es hier, na, der hat ja auch einen Weihnachtsstyle. Und ich glaube, gerade ist das Crew-Paket ist deaktiviert, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Okay. Ja, okay. Die Käufe der Fortnite-Crew sind deaktiviert, okay. Ja, auf jeden Fall, cooler Shop heute, gefällt mir. Besonders hier die neuen Sachen oder neuen Styles, sehr, sehr nice. Kann ich empfehlen und falls euch heute irgendwas holt, nutzt den Creditcode Snoxy, ihr wisst Bescheid. Ich verschenke immer V-Bucks an meine Credit-Supporter, also tragt den Creditcode Snoxy gerne ein. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Falls es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und dann hören wir uns morgen früh wieder zum nächsten Shop-Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.